Das Fenster ist geöffnet. Schwester Raffaela hat recht behalten. Aber sie ist vergittert. Und ich bin schuld. Ich bin schuld an allem. Hallo, warum ist sie schuld? Weil sie die Wahrheit gesagt hat. Unsere Pässe sind nur gültig für einen Besuch in Amerika. Wie sie der Beamte gefragt hat, wann wir zurückfahren, hat sie gesagt, wir wollen für immer hier bleiben. Heiligsblechle, aber zu dem Fraule denn nicht gesagt, dass sie lügen soll? Ach, Verzeihung. Aber ewig können sie uns doch nicht hier behalten. Irgendwann müssen sie uns doch mal hereinlassen. Wie lang sind Sie denn schon hier? Wie lang? Ein Manns. 10 Monate. Ich verstehe gar nicht, dass sich der Agent noch nicht gemeldet hat. Jetzt müsste er doch schon unser zweites Telegramm bekommen haben. Father Wassner, come to the office, please. Father Wassner, to the office, please. Thank you. Vielleicht ist das eine Nachricht vom Agenten. Sicher. Komm an. Käse und 2 Zwiebeln und einen Apfel. Aber Martina, du hast doch nicht gebettelt. Zu essen bekommen wir doch hier. Das kann ja noch schlimmer kommen. Wissen Sie, dass ein Geistlicher hier interniert ist, das ist uns sehr unangenehm. Mir auch, mein Herr, mir auch. Deshalb, ich freue mich. Heute ist eine Anordnung gekommen. Ihr Aufenthalt in den Vereinigten Staaten ist genehmigt. Ja? Auch für die Familie Trapp? Nein, allein für Sie. Dann bleibe ich auch hier. Ich kann diese Menschen jetzt nicht allein lassen. Ah, besser Sie gehen. Sie können ihnen nicht helfen. Wer kann denn helfen? Jemand, der eine Bürgschaft gibt. Aber das ist sehr teuer mit so vielen kleinen Kindern. Haben Sie keine Freunde in diesem Land? Nein, nur einen Agenten. Wir haben schon 2-mal telegrafiert. Dann telegrafieren Sie noch einmal. Wir haben kein Geld mehr. Und wenn wir diese Bürgschaft nicht bekommen, was geschieht dann mit uns? Tja, dann leider, Sie müssen zurück, wo Sie gekommen sind. Was können diese Leute? Ach, weißt du, die sind großartig. Die kommen so heraus auf die Bühne. Die Frauen, viele liebe kleine reizende Kinderchen in Lederhosen und Dirndlkostümen. Was machen sie? Akrobatik? Jonglieren oder was? Ach, die jonglieren doch nicht. Ach, die jonglieren. Sie singen. Singen? Ja, Volkslieder und Choräle. Kolossal. Eine Attraktion. Choräle in Lederhosen. Sei beschlossen. Denn wir müssen Bürgschaft stellen für diese 10 Menschen. Aber ich habe sie doch aufgefordert, herüberzukommen. Aufgefordert? Mhm. Bist du wahnsinnig? Hat das jemand gehört? Nein. Hast du einen Zeugen gehabt bei diesem Gespräch? Nein. Doch. Ein Geistlicher. Einen Priester? Mhm. Gegen den Zeugeneid eines Priesters. Da könnte doch nicht mal der Teufel etwas machen. Ja, können wir nicht doch vielleicht... Shut up! Wir fahren jetzt nach Ellis Island und reden mit den Beamten. Diese Leute müssen zurück nach Europa. Wenn sie erst hier im Lande sind, dann wir müssen zahlen für diese reizenden kleinen Kinder, bis wir schwarz sind. Come on. Was suchst du denn da? Ach, ich hab gedacht, ich habe noch ein frisches Hemd. Nein, wir wollen mit diesen Leuten nicht sprechen. Wir wollen nur erklären, dass wir nichts mit ihnen zu tun haben. Wir haben ihnen nichts versprochen und wir können ihnen nicht helfen. Richtig? Richtig. Diese Herrschaft müssen zurückfahren. Sagen Sie ihnen das. Goodbye. Schwachsinn. Ist da keine Klinke? Wir sind doch ein Gefängnis. Kommen Sie mit. Sagen Sie es diesen Leuten selber, dass Sie sie zurückschicken wollen. Da kommt Mr. Semisch. Du, das ist Mr. Semisch. Agathe, komm, nimm schnell. Mr. Semisch? Mr. Semisch?
Dass Sie kommen! Georg, das ist Mr. Sämisch, unser Retter. Ich habe mir solche Sorgen um Sie gemacht. Ich dachte, Sie sind vielleicht krank. Ach, nein, nein. Das hier ist mein Partner, Mr. Petrov. Ach, wie reizend, dass Sie gleich mitkommen. Ja, es gibt eben überall gute Menschen. Ja, wo ist denn der Doktor und die Kinder? Ja, es tut mir nur so leid, dass Sie gleich Geld für uns ausgeben müssen. Aber glauben Sie mir, wir bringen Ihnen alles wieder rein. Listen, Madame, Sie werden meinen Partner nicht wieder einwickeln. Deshalb, ich bin mitgekommen. Wir werden keinen Cent für Sie ausgeben. Was stellen Sie sich denn überhaupt vor? Zu uns kommen die größten Sänger von der ganzen Welt und Sie kommen mit kleinen Kindern? Aber Mr. Sämisch hat doch gesagt... Gar nichts, hat er gesagt. Doch, wir müssen kommen, hat er gesagt. Er übernimmt alle Kosten und garantiert... Aber er ist doch kein Idiot, richtig? Richtig. Ja, aber Doktor, Sie waren doch dabei. Was hat Mr. Sämisch damals in Salzburg im Künstlerzimmer gesagt? Es haben damals so viele Menschen durcheinander gesprochen. Ich habe nicht darauf geachtet. Ja, aber Dr. Wasner... Was, Sämisch? Let's go. Na, listen. Komm weg von dieser Frau. Sie ist gefährlich, sie ist aufdringlich, sie lügt. Georg! Mr. Petrov! Bitte geben Sie uns eine Chance. Hören Sie uns doch wenigstens einmal an. Erst schlagen, dann singen. Hm? No, Madame. Christ, hier ist ja wieder keine Klinke. Singen Sie, Ma'am. Open the door. Singen Sie. Please. Hurry up. I've got to move on. Yeah.
Das will ich hören, eine ganze Arme. Eine richtige Konzertsache. Für unser Geld. Richtig? Richtig, ja. Ob es die Leute gefällt oder nicht. Wir wissen doch gar nichts mehr. Ja, aber die gehen doch nicht nach Haus. Ich glaube, wir sind doch... Herr Petrov, das ist jetzt die sechste Zugabe. Drei Tourneen. Schaltplatten, Radio. Wir sind gerührt zu Tränen. Ich schlaf schon. Ach, du Arme. Komm her. Ich habe eine Idee. Wir singen Guten Abend, Gute Nacht. Großartig. Und das singen wir so leise, dass die Leute endlich merken, dass Schluss ist. Guten Abend, Gute Nacht. Mit Rosen in der Nacht. Mit Lämplein bestellt. Gute Nacht.